Hedgecott hier wieder bei Julian Vogel. Heute, ja Leute, heute gibt es wieder ein Familie Vogel Video. Ja, letztes Mal war ich ja in das schöne Schwimmbad. Ja, das war richtig, richtig schön mit euch, Leute. Und am Ende habe ich ja gesagt, euer Marcel, das war natürlich nur Spaß. Ihr kennt doch den Marcel Großes M. Vogel, ne? Kennt ihr bestimmt. Bei die gucke ich mir immer die Videos auf mein Tablet. Deswegen und deswegen hatte ich Marcel Großes M. Vogel. Da habe ich gesagt, komm, ich bin ja Julian, ihr kennt mich ja. Ich reiß einfach mal kurz einen kleinen Witz. Euer Marcel als euer Julian, ne? Das war ein kleiner Witz, wollte ich euch nur sagen. Ihr denkt, ich habe mich versprochen. Nein, das war natürlich nur ein kleiner Witz, ne? Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. Die Geschichte heißt, Julian kriegt Taschengeld. Viel Spaß. Was soll ich denn heute wieder machen? Mal überlegen. Papa guckt unten Filme. Und Emma spielt mit seinen Puppen. Und Hannah tanzt mit Musik. Was kann ich denn ich machen? Mal überlegen. Julius hat heute keine Zeit. Und Papa guckt unten wieder nur blöde Filme. Was soll ich denn machen, Mann? Oh, ich hab's. Der Julius hat mir doch letztes Mal erzählt, er hat von seinem Papa Taschengeld gekriegt. Ja, das hat er mir nämlich erzählt. Was ist, wenn ich auch Taschengeld kriege? Julius hat letztes Mal, wo er bei mir war, 20 Euro gekriegt von seinem Papa. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja auch 20 Euro für mein Taschengeld. Jetzt mal schnell fragen, aber schnell nach unten. Mama? Ja, Julian, was ist? Ja, Mama, letztes Mal, wo der Julius bei mir war, da hat er mir erzählt, er hat Taschengeld von seinem Papa bekommen. 20 Euro. Und da wollte ich fragen, ob ich auch Taschengeld bekommen kann von dir. So 20 Euro. Also mit Taschengeld können wir drüber reden, ja. Aber bestimmt keine 20 Euro. Dafür 20 Euro nicht. Du bist doch ein Kind. Also 20 Euro, nee, 20 Euro noch nicht, Julian. Also mindestens 5 oder 10 Euro, mehr nicht. Aber warum denn nicht, Mama? Ich war doch so lieb wie ein Engel. Also Julian, mit lieb sein, brauch mir gar nicht reden. Du weißt, was du letztes Mal angestellt hast. Ja. Ich habe aus Versehen, ja, in der Kita einen Streich gemacht. Auf Toilette, ja, und? Was daran da so schlimm? Du weißt ganz genau, was da ganz so schlimm war. Das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ja, deswegen, also von Liebsein, da muss ich mir nochmal reden. Ja, gut, von Liebsein können wir nochmal reden. Ja, ist mir jetzt auch egal. Wir reden jetzt hier von Taschengeld. Also, wie viel kriege ich dann, wenn ich Taschengeld jetzt kriegen würde? Mindestens 5 oder 10 Euro. Mehr nicht, Julian. Ah, okay, dann nur 5 oder 10 Euro, Mann. Das ist ja voll wenig, Jan. Mann, Julius hat letztes Mal 20 Euro gekriegt. Das 20 Euro ist ganz schön viel. Ja, Julian, das stimmt. 20 Euro sind sehr viel. Das stimmt allerdings. Deswegen, so viel kriegst du noch nicht. Mindestens nur 5 oder 10 Euro. So, wir brauchen auch hier nicht zu diskutieren. Sondern, willst du jetzt 5 oder 10 Euro oder willst du kein Taschengeld? Ja, okay, Mama. Dann nehme ich halt nur 5 oder 10 Euro. So, und wo ist jetzt mein Taschengeld? Ja, warte, Julian, ich muss es gerade holen, warte. Lass mal gerade in meine Tasche gehen. Da mal gerade für dich 10 Euro raussuchen oder 5. Gucken, was ich noch habe für dich. Nein. Nein, das auch nicht. Nein, das auch nicht. Ach, wo ist denn jetzt mein Geldbeutel? Ah, da. So, mal gucken. Wie viel willst du denn? 5 oder 10? Ja, eigentlich 10 ist mehr, aber es können auch 5 sein. So, weißt du was? Nehmen wir direkt mal das hier raus. So, wieder rein in die Tasche. So, Mama, hast du jetzt das Taschengeld? Ja, Julian, guck mal, 10 Euro. Ich hätte auch 5 da, aber ich habe gedacht, komm, für dich machen wir 10, weil du keine 20 bist, machen wir für dich 10. Okay, dann halt mal 10 Euro. Okay, danke, Mama. Gut, dann habe ich halt nur 10 Euro. Sind 10 Euro auch viel, Mama? 10 Euro? Eigentlich durfte du als Kind nur 5 kriegen, aber weil ich ja jetzt gerade so gut bin, dann machen wir mal direkt 10 Euro. Weil Julius ja jetzt mal 20,
Ja, habe ich gedacht, wenn er 20 kriegt, kannst du ruhig 10 haben. Eigentlich kriegt ein Kind eigentlich jedes Kind nur 5 Euro. Aber bei dir machen wir immer eine Ausnahme, dann kriegst du mal 10 Euro. Okay, Mama. Sind dann 10 Euro viel? Ja, 10 Euro sind sehr, 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 sehr viel. Ja, das stimmt. 10 Euro sind sehr, sehr viel. Also da kann man sich schon ein Paket Lutscher, eine Tüte Lutscher kann man sich das schon mitholen. Nein, Mama, ich möchte keine Baby-Lutscher. Ich möchte mir Spielzeug dafür kaufen. Ja, dann musst du gucken, was für 10 Euro. Also letztes Mal im Laden habe ich Spielzeug gesehen für 10 Euro. Nicht besonders viele, aber die hatten schon da ein bisschen Auswahl für 10. Okay, Mama, ich möchte jetzt auch nicht hier einen heißen Brei rühren. Danke für das Taschengeld und tschüss. Tschüss, Julian. Okay, Leute, wie ihr jetzt seht, ich habe 10 Euro in der Hand. Ich durfte von Mama nur 10 Euro kriegen, ja? Entschuldigung, Julius hat letztes Mal 20 bekommen. Aber egal, Mama hat gesagt, 10 Euro sind auch sehr, sehr viel. Damit das auch schon so stimmt. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt 10 Euro, Leute. Und ja, anscheinend kann ich mir dafür... Leute, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ich mir dafür holen soll? Ich weiß noch nicht so recht. Soll ich mir dafür lieber was zum Essen holen? Oder lieber was zum Spielen? Ich weiß noch nicht so recht, Leute. Soll ich mir lieber was zu essen oder was zum Spielen kaufen? Das könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Ich warte auf eure Kommentare, Leute. Und dann gucken wir mal, was meistens in die Kommentare gibt. Essen oder Spielzeug. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, Leute. Ich warte auf eure Kommentare. Also bitte in die Kommentare schreiben, was ihr gerne wollt. Nicht mehr gern Essen kaufe oder Spielzeug kaufe. Das ist euch überlassen, Leute. Und ja, ich warte auf eure Kommentare. Und ja. Ja, wie gesagt, ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Ja, und ich würde sagen, das war mein Video. Okay, Leute, das war mein Video. Könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da unten. Natürlich, wenn euch das gefallen hat, Leute, vergesst natürlich nicht zu abonnieren und die Glocke anzumachen, damit ihr natürlich kein Video mehr verpasst von mir. Ja, Leute, ich habe jetzt da 10 Euro, wie ihr seht. Und ja, ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, wenn das Video hochgeladen ist, was ich da mir für kaufen soll. Soll ich mir lieber was zum Essen kaufen oder Schokolade oder etwas zum Spielen, Leute? Das ist natürlich euch ganz, ganz, ganz überlassen. Ja, ihr könnt in die Kommentare schreiben. Ich warte auf eure Kommentare. Ja, ich würde sagen, das war mein Video. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, auch wie euch das Video gefallen hat. Und natürlich mit den Spielzeug kaufen oder essen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, das war mein Video. Ja, und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Julian.